Jo, Freunde der Diskussion. Keine Ahnung warum, aber irgendwie ist es in letzter Zeit in Mode gekommen, dass einige YouTuber und Rapper einem Nazi eine unkritische Plattform geben. Und das kommt nicht mal von Personen, von denen man das erwartet hätte, wie hiphop.de wahrscheinlich von Kashmo, sondern von Personen, die ganz normale YouTuber sind, wie beispielsweise ein Beast Kitchen. Der hat momentan ein Format am Start, wo er sich halt mit irgendwelchen Leuten trifft und halt mit denen quatscht. Da war der Neonazi zu Besuch. Danach hat noch Bösemann ein Video mit ihm gedreht und jetzt gab es sogar einen TikTok-Livestream mit Manuelsen. Der Protagonist ist dabei immer der gleiche, und zwar Steven Feldmann, eine große Nummer in der Dortmunder Nazi-Szene. Anscheinend ist oder war er auch gewaltbereit. 2019 beispielsweise wurde er zu einer Haftstrafe verurteilt wegen Beleidigung, Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung. So soll er zum Beispiel einer Person ins Gesicht geschlagen haben, die dann rückwärts eine Treppe runtergefallen ist und sich beide Schneidezähne ausgeschlagen hat. Dazu gibt es wohl auch ein Handyvideo, was zeigt, wie er und andere rechte Personen im Bus Migranten beleidigt und auch angegangen sind. Genau dieser Person wird jetzt allerdings eine Plattform gegeben, was ich sehr kritisch sehe. Solche Leute nehmen die Gesprächsangebote natürlich sehr, sehr gerne an. Denn das ist ein super leichter Weg, ihre Ideologie außerhalb ihrer Bubble zu vergleichen. Und die Reichweite ist nicht mal wirklich gering. Das Video von Beast Kitchen beispielsweise hat über 700.000 Aufrufe. In den Kommentaren sieht man dabei auch durchgehend positive Worte für beide. Es wird sowas gesagt wie, oh ja, die sind so respektvoll und hey, auch wenn ihr verschiedene Meinungen habt, cool, dass ihr miteinander geredet habt und... Nein, das ist eigentlich nicht so gut. Steven ist ja nicht dumm. Er weiß genau, wie er sich verkaufen muss. Und mal abgesehen von den Sachen, die er gesagt hat, wirkt er in den Videos halt super ruhig, respektvoll, gelassen. Einfach wie ein sympathischer, netter Typ. Und hier ist das Problem. Grundsätzlich mit solchen Leuten zu reden, ist sehr, sehr wichtig. Denn diese Ideologie gibt es und so zu tun, als wäre das nicht existent, kann mindestens mal genauso gefährlich sein, denn dann nimmt man das Problem als Gesellschaft gar nicht wahr. Aber wenn man mit solchen Leuten ins Gespräch geht, dann muss man wirklich unfassbar kritisch und informiert sein. Am Ende darf nicht die Meinung sein, ach naja, die haben zwar verschiedene Ansichten, aber eigentlich sind ja beide sehr sympathisch. Es muss in den Videos klar rüberkommen, dass eine menschenverachtende Ideologie keinen Platz in unserer Gesellschaft hat und dass es logischerweise auch nichts Gutes ist und jeder Mensch gleich viel wert ist, egal welche Herkunft oder Nationalität er hat. Und ja, hier haben wir halt das Problem, denn keiner der genannten Leute am Anfang ist auch nur minimal kritisch mit ihm umgegangen. Hier mal ein paar Beispiele aus dem Video von Beast Kitchen. Hier ging es darum, dass Steven gesagt hat, dass beispielsweise Schwarze abgeschoben werden sollen, weil man denen durch die Hautfarbe ja ansieht, dass sie anders sind. Der Kameramann hat dann gefragt, was mit behinderten Deutschen passieren soll, weil sie sind zwar deutsch, aber den meisten siehst du die Behinderung ja an. Und seine Antwort war folgende. Aber wenn jetzt jemand deutsch ist und meinetwegen ja, behindert ist oder sowas, das ist dann, der unterscheidet sich ja auch von dir. Der unterscheidet sich von mir, ja. Ja, das ist aber kein Problem. Er ist dann ein behinderter Deutscher, ja. Okay. Ich könnte ihn ja jetzt schlecht abschieben. Ich würde es auch nicht wollen, aber ich könnte ja auch schlecht. Ich könnte ja sagen, du musst jetzt in ein Behindertenland abgeschoben werden, weil das gibt's ja nicht. Okay. Jo, also die letzten Worte waren sehr hart, finde ich. Was meinst du? Für meine Welt waren die sehr hart. Ehrlich. Und ich hoffe so, bitte. Lernst du ein bisschen mehr von meiner Welt kennen. Erstmal, ja, er hat gesagt, dass er die Behinderten gar nicht abschieben möchte, aber die Antwort von Charo ist einfach, boah, also, das war jetzt wirklich hart, was du gesagt hast. Warum gibt es denn hier zum Beispiel kein kritisches Nachfragen? Was soll denn mit den behinderten Deutschen passieren? Dürfen die einfach so weiterleben oder möchte er das haben wie im Dritten Reich, dass die Leute keine Rechte haben und umgebracht werden? Auch die Aussage, dass Schwarze raus sollen, weil sie halt aufgrund der Hautfarbe anders aussehen, wird gar nicht nachgehakt, warum das so ist. Was sagt denn die Hautfarbe über einen Menschen aus und warum darf so eine Person nicht in Deutschland leben? Das wird einfach so hingenommen. Genauso wie diese Aussage hier. Du bist aber auch kriminell. Ich war 100% war ich kriminell, ja, früher, in meiner Jugend. Ja. Heute, ich würde Gewalttaten zum Beispiel nicht grundsätzlich pauschal als kriminell bezeichnen. Da gibt es immer einen Hintergrund, warum sag ich mal, eine Schlägerei passiert oder so. Er sagt hier einfach, dass Gewalttaten nicht immer kriminell sind und es ja auch Gründe gibt, warum man Gewalt anwendet. Das ist voll die krasse Aussage, die im Video einfach so stehen bleibt. Vor allem mit dem Hintergedanken, dass er selber ja wegen Gewalt im Knast war, wäre das eigentlich wichtig gewesen, darüber zu sprechen, was genau er denn damit meint. Denn Gewalt geht nie in Ordnung. Auch hier kein kritisches Nachfragen. Und irgendwelche Zuschauer denken sich jetzt vielleicht, ja stimmt, gibt schon einige Gründe, warum es in Ordnung ist, Gewalt anzuwenden. Oder auch das hier. Das war ein Thema, was mich auch gekriegt hat. Ne? Wie gesagt, ich saß damals in Jugendhaft, ich hatte zwar keine Probleme, aber trotzdem... Du warst auch lange genug in Haft, wenn du das ehrlich beantwortest, in dem knassen NRW, wenn man guckt, wie viele Deutsche, wie viele Ausländer sind da. Und der Fakt ist, dass du da viele Ausländer oder viel mehr Ausländer als Deutsche hast. Ne? So habe ich das erlebt in Haft. Ne? Mhm. Ich war in Dortmund, in Werl, Iserlohn, Düsseldorf, Herford und ich habe überall das gleiche Bild gehabt. Ne? Und da habe ich mich gefragt, warum ist das so? Und du bist aber auch kriminell.
Ein Grund, warum Ausländer in Gefängnissen überrepräsentiert sind, ist beispielsweise, weil die Integration in Deutschland komplett gescheitert ist. Viele Ausländer leben in Armut, haben auch keine Möglichkeit, da rauszukommen, und Menschen in Armut haben tendenziell eine höhere Chance, kriminell zu werden. Vollkommen egal, ob Deutscher oder Ausländer. Er ist aber wohl der Ansicht, zumindest kommt das so rüber oder das interpretiere ich einfach mal, dass Ausländer einfach aufgrund ihrer Herkunft oder Nationalität einfach eine höhere Chance haben, Straftaten zu begehen. Eine kritische Nachfrage zu dem Ausländerthema gibt es gar nicht. Auch diese Aussage wird einfach unkommentiert so stehen gelassen. Stattdessen fragt Charo, ja, aber du warst ja auch kriminell. Die Aussage von Steven war ja aber nicht, dass Deutsche keine Straftaten begehen, sondern Ausländer einfach deutlich mehr. Das heißt, diese Gegenfrage macht nicht mal wirklich Sinn. Auch das können die Zuschauer jetzt wieder aufnehmen und denken sich so, ja stimmt, warum sitzen eigentlich so viele Ausländer im Knast? Solche Interviews bieten halt Nazis einfach nur eine Plattform, um ihre Ideologie zu verbreiten. Es wird nicht kritisch nachgefragt oder das Ganze aufgearbeitet, sondern man lässt ihn quasi mehr oder weniger einfach erzählen. Steven konnte sich hier, dank Beast Kitchen, einfach super gut verkaufen. Bei Bösemann war es genau das Gleiche. Da habe ich sowieso das Gefühl, dass er das Interview nur gemacht hat, weil er gesehen hat, dass es bei Beast Kitchen sehr viele Klicks bekommen hat. Aber auch hier gibt es kein kritisches Nachfragen. Du hast durchaus wohler, und deswegen denke ich, dass wir in Westdeutschland auch eine Quote von vielleicht 5% Migration verkraften könnten, ohne dass unser Stadtbild dadurch geschändet wird. Okay, okay. Seine Aussage ist, dass zu viele Migranten dafür sorgen, dass das Stadtbild geschändet wird. Das wird einfach so stehen gelassen. Ich meine, ist es nicht vollkommen egal, wie die Leute aussehen, solange einfach jeder friedlich miteinander leben möchte? Aber auch hier, kein Nachhaken. Das wird einfach so stehen gelassen. Oder das hier. Das kannst du dich auch als Rassist bezeichnen. Ich glaube, Rassismus ist die Anerkennung von Rassen. Und in dem Moment, wo ich akzeptiere, dass es verschiedene Rassen gibt, kann man mich schon als Rassisten bezeichnen. Und deshalb, ich hätte gegen den Begriff jetzt nichts. Wenn ich akzeptiere, dass es Rassen gibt, heißt es dort ein Afrikaner, dort ein Europäer, dort ein Asiaten. Ich akzeptiere, dass diese Menschen von einer verschiedenen Rasse sind, was ich mit meinem Auge sehen kann, und ich brauche doch nichts leugnen. Auch hier wieder kein kritisches Nachfragen, kein Nachhaken oder sonst irgendwas. Er sagt hier einfach, dass es verschiedene Menschenrassen gibt. Eine Sache, die übrigens wissenschaftlich widerlegt ist, wird hier einfach unkritisch im Raum stehen gelassen. Quarks hat dazu einen sehr guten Artikel verfasst, verlinke ich euch auch nochmal in der Beschreibung. Sowas zu droppen, was halt unwissenschaftlicher Quatsch ist, ist anscheinend egal, weil es gibt kein kritisches Nachfragen, es wird einfach so hingenommen. Und auch hier wieder, für einige Zuschauer klingt das im ersten Moment vielleicht plausibel. Ja stimmt, so Afrikaner, Asiaten, Europäer sehen alle schon anders aus. Das könnte man ja schon als Rassen bezeichnen, oder? Nein, kann man nicht. Und wenn das jemand macht, sollte man ihm auch sagen, dass das nicht geht. Dass Bösemann von dem Thema anscheinend nicht so viel Ahnung hat, zeigt sich übrigens auch hier. Das Album, er hat auch schon Release-Datum am 20. April. Oh, schön, schönes Datum. Ist der Release? Ja. Stark, ja. Ich werde es kaufen aus Prinzip. Echt? Aus Prinzip werde ich dieses Album kaufen. Ja. Hand drauf. Ich glaube, er hat es nicht ganz verstanden, Bro. Der 20. April ist der Geburtstag von Hitler. Deswegen will er sich das Album kaufen. Und Bösemann klatscht auch einfach ein. Das ist so geil. Übrigens, im Bösemann-Interview gibt Steven auch zu, dass es ihm eigentlich nur um die Reichweite geht. Also erstmal muss man sagen, dass ich von vornherein wusste, dass die krassesten Aussagen auf jeden Fall das krasseste Echo bringen würden. Das heißt, je radikaler die Aussage ist, desto mehr wird das Video geklickt. Und genau die gebt ihr ihm. Einfach so unkritisch. Wie gesagt, hat ja auch Manuelsen dann noch einen TikTok-Livestream mit ihm gemacht. Dazu gibt es auch einen Ausschnitt auf seinem YouTube-Kanal, der ungefähr 20 Minuten geht. Und eigentlich hält Manuelsen die meiste Zeit einfach nur einen Monolog. Zusammengefasst sagt er das hier. Ich feiere das. Ihr haltet zusammen, ihr macht dies, das. Aber fürs falsche Ende, wenn du mich fragst. Ich rede als Mensch zu dir, nicht als Manuelsen, einfach nur als Mensch. Ich bin ein Mensch auf dieser Welt, genau wie du ein Mensch auf dieser Welt bist. Und ich sag dir, Bro, auf Politik, Bruder. Let's have a good time, Alter. Lass gute Zeiten haben, Bruder. Ja, Manuelsen hat mit der Aussage komplett recht. Anstatt, dass wir anfangen, irgendwelche Menschengruppen zu hassen oder uns gegenseitig zu bekämpfen, wäre es natürlich super, wenn wir als Gesellschaft einfach zusammenhalten, jeder hilft jeden und wir haben einfach eine schöne Zeit. Da bin ich komplett bei ihm. Aber Bro, denkst du wirklich, er geht jetzt aus dem Livestream und denkt sich so, boah, Manuelsen hat recht. Auf einmal bin ich gar kein Nazi mehr und feier Ausländer voll. Schlimmer wird es allerdings, als Manuelsen anfängt, über Politik zu reden. Ich habe ja einfach mal drei verschiedene Ausschnitte direkt zusammengepackt. Scheiß auf Politik, Bruder. Ich sag dir, scheiß drauf. Das ist die Politik, die macht, was sie will. Die Politik macht, was sie will. Die waren noch nie ehrlich zu uns und werden die nie sein. Weißt du? Die werden das nie sein. Politik ist erfunden worden von Männern, die zu schwach für Schlachtfeld waren. Das sind die Männer, die zu Hause geblieben sind im Senat und die feinen Herrschaften, die gesagt haben, nein, wir müssen darüber abstimmen, machen wir so, dann machen wir so. Machen wir so, dann machen wir so. So hat bloß die ganze Politik entstanden von Schwächlingen, Bruder. Ich rede schon von damals, das war in Rom schon so. Erstmal finde ich die Aussage
auf Politik und Politiker sind nie ehrlich, super kritisch. Steven bzw. seine Ideologie möchte ja das jetzige System abschaffen. Das heißt, gegen die Politik zu schießen, spielt ihn einfach komplett in die Karten. Aber auch davon abgesehen ist die Aussage nicht klug, denn Politik ist nun mal ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Dass viele Dinge nicht gut laufen, will ich gar nicht widersprechen. Und es gibt auch viele Politiker, die vielleicht korrupt sind oder wo es Absprachen gibt, die wirklich nicht ehrlich sind. Da hat er komplett recht. Aber Politiker sorgen zum Beispiel auch dafür, dass unsere Gesellschaft läuft, beispielsweise mit Gesetzen. Und ja, auch da gibt es natürlich einige, wo man drüber diskutieren kann, aber im deutschen Gesetzbuch, würde ich jetzt einfach mal plump sagen, sind bestimmt 95% der Gesetze richtig und auch wichtig. Man braucht in einer Gesellschaft Leute, die über einen bestimmen, wie das halt die Politiker zum Beispiel mit Gesetzen machen, weil unsere Gesellschaft ansonsten gar nicht funktionieren würde. Wenn du dich nicht dafür interessierst, dann ist das absolut fein. Das ist komplett in Ordnung. Manuelsen sagt selber, dass er seinen Lebensmittelpunkt lieber auf seine Weiterentwicklung, Familie und so weiter legt und das ist super. Du musst dich ja nicht für Politik interessieren, aber so eine Aussage geht halt gar nicht. Auch die Aussage, Politiker sind zu schwach fürs Schlachtfeld, ist halt super weird. Vor allem, wenn man bedenkt, dass viele Könige oder auch römische Kaiser als Feldherr mit in die Schlachten gezogen sind. Also die waren einfach dabei, also Manuelsen lügt hier auch einfach oder sagt die Unwahrheit. Solche Aussagen spielen Steven halt einfach komplett in die Karten. Aber warum machen die das Gespräch überhaupt? Ich finde diese Gespräche wichtig, weil ich glaube, hoffentlich, dass Leute von deiner Jemaah, ja, von deinen Kreisen, von deiner Gemeinde, ne, sagen, ey, okay, die Jungs sind okay. Und ich möchte auch, dass Jungs von unserer Gemeinde dann sagen, ey, Steven, der ist eigentlich okay. Auch das ist halt wirklich sehr, sehr schwierig, weil Manuelsen sagt hier im Grunde, jo, ich hoffe, dass du als Nazi vielleicht sehr sympathisch in meiner Community rüberkommst. Bro, er will Leute wie dich aus Deutschland raushaben. Selbst wenn er im Gespräch sympathisch ist oder auch privat sympathisch ist, ist das trotzdem das, was er verfolgt. Warum sollte dann deine Community ihn sympathisch finden? Und genauso auch, naja, vielleicht finden einige von deinen Leuten ja auch uns korrekt. Steven selber sagt in dem Interview auch, dass er ja nicht Einzelpersonen die Schuld gibt, wie es halt momentan ist. Zum Beispiel, dass es laut ihm zu viele Migranten in Deutschland gibt. Selbst wenn er einzelne Personen korrekt findet, wird das nichts an seiner Ideologie oder an seinem Denken ändern. Also ist alleine schon der Grund, warum das Gespräch überhaupt eröffnet wurde, absolut gefährlich. Vor allem endet das Ganze dann so. Was soll ich dir sagen, Steven? Was soll ich dir sagen, Steven? Für unsere Leute bist du Habibi Steven. Ja, für uns, bei uns, du bist Habibi Steven. Du bist Habibi Steven. Ich werde mittlerweile sehr oft mit diesem Namen angesprochen, muss ich sagen. Ja, siehst du? Siehst du? Weil du bist Habibi Steven. Ihr nennt einen Nazi am Ende Habibi. Also sowas wie Kumpel, Freund, hey, ich hab dich gern. Das ist immer noch ein Mensch, dessen Ideologie versucht, Leute wie euch aus Deutschland zu kriegen, ja? Dieses Gespräch hatte wirklich keinen Impact. Man hat nicht über Inhalte oder sonst irgendwas geredet, sondern Manuelsen hat wahrscheinlich gedacht, ja, ich sag ihm einfach, dass wir jetzt Menschen alle zusammenhalten und dann wird das schon. Was nichts gebracht hat. Alles, was passiert ist, dass jetzt einige Leute aus deiner Community einen Nazi sympathisch finden und ihm vielleicht sogar zukünftig zuhören und offen für seine Ideologie und Meinungen sind. In den Kommentaren gab es allerdings auch einige kritische Kommentare gegen Manuelsen, also da wurde das Ganze wenigstens ein bisschen kritisch gesehen. An sich habe ich auch gar nichts gegen Manuelsen. Der hat ein paar gute Lieder, ich finde auch seine Streams und so weiter immer sehr unterhaltsam. Aber du kannst einfach nicht so einer Person eine Bühne geben. Beziehungsweise doch kannst du, wenn du wirklich informiert und kritisch daran gehst. Und genau das hast du nicht gemacht. Mr. Rap hat zu diesem Thema ebenfalls schon ein Video hochgeladen und der hat unter der Instagram-Seite von Steven einfach mal geguckt, was die Leute in die Kommentare schreiben und da können wir einfach mal kurz reinschauen. Dass Charo der Dosenöffner gewesen sei oder natürlich ist es immer auch Werbung für unsere Sache oder meiner Meinung nach einer der besten Ideen, die es in der Bewegung gab. Unsere Ansichten werden den Kids und der jetzigen Gesellschaft auf einer guten Ebene nähergebracht und ordentlich vermittelt. Oder alles, was Reichweite gibt, muss genutzt werden. Oder es wurde auch Zeit, dass die nationale Ecke im Mainstream landet. Nur so können wir uns etablieren. Diese Rapper und YouTuber, beziehungsweise deren Reichweite, wird halt einfach genutzt, um deren Ideologie in den Mainstream zu bringen. Das Ganze halten die ja nicht mal geheim, sondern die sagen das ganz offen in den Instagram-Kommentaren. Und trotzdem gibt es immer wieder Leute, die Videos mit ihm drehen, TikTok-Livestreams machen und ihm sonst irgendwie die Plattform geben. Und wie gesagt, ich finde es gut, dass das gemacht wird, aber es muss halt absolut kritisch passieren. Deswegen sind halt meistens nicht irgendwelche Rapper oder YouTuber dafür gemacht, sondern Leute, die sich vielleicht selber in dem Bereich Politik auskennen oder sich vorher zumindest sehr krass damit auseinandergesetzt haben. Das Ganze ist halt einfach saugefährlich. Ihr könnt keine menschenverachtenden Aussagen in solchen Videos einfach unkritisch stehen lassen. Das geht einfach nicht. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Okay, thanks. Bye.